Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, dein Business-Medium, und heute geht es um das Thema Sichtbarkeit und warum es unerlässlich ist für deinen Erfolg, dich sichtbar zu machen. Da gibt es gleich mehrere Vorteile. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Kunden sich beim Kauf für dich oder eben gegen dich entscheiden. Dabei ist es fast schon egal, ob du eine Beratung oder eine Dienstleistung oder sogar ein Produkt anbietest. Den Menschen geht es dabei wirklich um dich, was du ausstrahlst, ob du ihnen sympathisch bist, wie du wirkst, ob du hinter dem Produkt stehst. Die spüren das, die nehmen das mit und ja, entscheiden sich dann eben für dich oder gegen dich. Sie fühlen sich dann eben wohler oder sie finden das nicht so passend und gehen dann wieder. In dem Moment könntest du gleich sagen, ja, aber ich will doch die breite Masse erreichen. Ich will nicht, dass welche sagen, die finde ich aber nicht gut und kaufen deswegen nicht bei mir. Aber genau das ist das Entscheidende, denn da ja, trennst du gleich die Spreu vom Weizen. Du schaust gleich, welche Kunden passen zu mir und welche nicht. Und die Menschen, die gleich sagen, wie die redet oder wie die aussieht, gefällt mir gar nicht, damit kann ich nichts anfangen, ich gehe wieder. Das wären erstens eh nicht die Kunden geworden und zweitens, wenn, wäre es so mühsam, anstrengend und nicht erfüllend geworden, ja? Weil von beiden Seiten her es nicht richtig gepasst hätte und da kommt man nicht richtig zum Erfolg und hat auch nicht die Freude bei der Arbeit. Also es ist so eine Abwärtsspirale, in der man sich unwohl fühlt, der andere ist unzufrieden und das führt eben zu nichts. Und ich kann dir versichern, es gibt genug Kunden, die zu dir passen, die auf Wellenlänge mit dir sind, die deine Ausstrahlung mögen, die dich sympathisch finden. Da hast du dann wirklich mehr als genug, aber eben genau, die kommen dann auch zu dir, weil du dich zeigst, weil du sagst, hier bin ich, so bin ich, das ist meine Meinung zum Beispiel. Und dann können die gleich entscheiden, ja, das ist es oder das ist es nicht. Aber dadurch, dass du deine Ecken und Kanten zeigst, bist du nicht schwammig. Und die, die dich eben sympathisch finden, die sich angesprochen fühlen, das sind die, die einfach wirklich ideal zu dir passen und die dann auch noch richtige Fans sogar von dir werden, die dann auch ins Weiterempfehlen gehen. Und da profitierst du viel mehr davon, als wenn du sagst, ich versteck mich und versuch's der breiten Masse richtig zu machen, recht zu machen. Weil dann erreichst du gar niemanden mehr. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist das Nächste, dass du dadurch, dass du dich sichtbar machst, direkt eine Hürde nimmst. Das ist genau das. Ja? Menschen wollen sich beim Kaufen wohlfühlen. Sie wollen das Gefühl haben, sie treffen eine gute Entscheidung, sie treffen eine richtige Entscheidung. Auch wenn wir schon öfter mal über die Definition von richtig und falsch gesprochen haben. Aber sie wollen einfach dieses Gefühl haben, ja, das passt. Ich tue mir jetzt was Gutes, ich kaufe damit was Gutes oder investiere in mich oder investiere in was Schönes und das bringt mich vorwärts und das gefällt mir und macht mir Freude, je nachdem, was du anbietest. Und genau da spüren sie sofort, okay, da fühle ich mich aufgehoben und sie haben das Gefühl, sie kennen dich schon, wenn du dich zeigst. Sie haben das Gefühl, naja, die ist so wie ich oder die ist ähnlich oder das finde ich sympathisch oder die kann mir noch was beibringen. In dem Moment nimmst du diese erste Hürde, wo viele sagen, ich weiß nicht, passt es nicht, ich lasse es mal lieber. Also das ist ganz toll, um diese Berührungsängste auszuwischen und aus dem Weg zu räumen und diese erste Hürde zu nehmen. Nächster Punkt ist, wenn du dich nicht zeigst, dann strahlst du damit ganz viel aus. Das bedeutet Unterschiedliches. Erstens, du stehst nicht zu dir oder du stehst nicht zu dem, was du verkaufst, was du anbietest. Du fühlst dich klein, du fühlst dich unsicher, du hast das Gefühl, das, was du zu bieten hast, ist nicht genug Mehrwert. Du fühlst dich vielleicht sogar unwohl mit dem Verkaufen, weil du deinen Wert nicht erkennst oder von deinem Angebot und das Gefühl hast, du musst jemandem was aufdrängen oder aufzwingen. Und in dem Moment, ja, hast du so, ja, kehrst du zurück in dich, ja, du machst zu, du hast weniger Ausstrahlung und die Menschen spüren das, die spüren deine Unsicherheit und die werden nicht kaufen. Das hatte ich schon öfter mal, dass wirklich welche auf mich zugekommen sind, die eine tolle Community hatten, die viele Abonnenten hatten und überhaupt nichts verkauft haben, weil sie nicht richtig rausgegangen sind, weil die Leute unsicher waren, weil sie nicht wussten, wofür sie stehen, ja, weil sie einfach zu schwammig waren. Und das macht den Unterschied aus. Deswegen steh hinter dem, was du tust, trau dich zu zeigen und wenn du dich noch nicht traust, dann arbeite daran, denn das ist wirklich, wirklich wichtig, damit die Menschen zu dir kommen, damit du ausstrahlst, hier bin ich kann dich weiterbringen, ja, kommt alle zu mir, davon profitieren wir alle, ja, und das ist so eine Win-Win-Situation. Du gibst den Menschen, was sie brauchen, mit deinem Angebot und die Menschen geben dir ein Geld und damit kannst du verwirklichen, was du machen möchtest mit dem Geld. Das heißt, alle dürfen gewinnen durch dich, aber das funktioniert nur, wenn du auch dahinter stehst, was du tust. Also damit kommen wieder mehr Kunden zu dir. Und der zweite Vorteil ist, du sendest auch so ein Signal ans Universum und sagst quasi, ich stehe dahinter, ich will das, ich mache das, das ist eine tolle Sache. Und in dem Moment bekommst du auch Unterstützung, in dem Moment wird es leichter. Also das ist wirklich ja, ein wirklicher Knackpunkt, dass in dem Moment, wo du dich zeigst, wirklich alle Türen aufmachen, alle Schleusen aufmachen, alle unsichtbaren Blockaden weggehen, die in irgendeiner Form Kunden, Abonnenten, Fans von dir fernhalten. Also das sind die wichtigsten Gründe, warum du dich unbedingt zeigen solltest.
Jetzt ist natürlich die große Frage, warum machen es dann so wenige? Oder warum hat man so eine große Hemmschwelle? Und da gibt es im Prinzip mehrere Glaubenssätze, die aber unter einer großen Überschrift stehen. Also diese ganzen Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, was bilde ich mir schon ein, dass ich da rausgehen darf und den Leuten irgendwas erzählen? Ja, ich bin nicht wichtig genug, meine Meinung zählt nicht. Vor allem aber auch, ich habe Angst davor, was falsch zu machen. Ich habe Angst davor, attackiert zu werden. Und ich habe Angst davor, eben Ablehnung zu erhalten. Und das ist die große Überschrift, diese Angst vor Ablehnung. Die ist in uns so verankert, das ist wie eine Urangst. Und mit dieser Angst, ja, suchen wir uns auch viele Ausreden. Jetzt habe ich gerade nicht den richtigen Computer, um es aufzunehmen. Jetzt habe ich gerade nicht die Zeit. Jetzt habe ich gerade hier einen Pickel, jetzt kann ich nicht aufnehmen. Jetzt sitzen die Haare nicht so richtig. Jetzt habe ich mich so oft versprochen, ich lasse es mal. Diese ganzen Ausreden, die man dann hat, ja, die dienen nur dazu, uns ja, in unsere Komfortzone zurückzubringen und diese Ablehnung zu vermeiden. Und ganz wichtig dabei ist, wir spüren da eben diese Urangst, die beinhaltet, Ablehnung bedeutet gleich Tod. Also wenn wir weiter zurückgehen in vergangene Jahrhunderte, Jahrtausende, wo wir sehr noch mehr in Verbänden gelebt haben, wo das bedeutet halt in einem Stamm oder so zu leben, in einem gewissen Volk, in einer gewissen Umgebung, dass man eben Nahrung, Feuer, ein Dach über dem Kopf hat, in gewisser Weise Schutz vor wilden Tieren, da war das sehr wichtig, dass man eben akzeptiert wurde. Weil wenn man die Ablehnung erfahren hat, wurde man irgendwie verstoßen, ausgestoßen. Und in dem Moment war es gefährlich. In dem Moment war man eben in diesem Überlebenskampf. Und das hat unter Umständen eben den Tod bedeutet. Und das spüren wir immer noch. Und das musst du dir klar machen. In dem Moment, wo die Ängste kommen, wo die alten Glaubenssätze hochkommen, wo dein Kopf sagt, oh Gott, ich will das nicht tun, das ist zu gefährlich, kann das nicht, was auch immer, sag dir, diese Angst ist nicht real. Es kann dir nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, du gehst raus und irgendeiner sagt, das gefällt mir nicht. Irgendeiner macht einen Daumen runter. Ja? Und was passiert dann? Du lebst trotzdem weiter. Und du lebst sogar fast noch besser weiter. Denn ja, wenn die Menschen anfangen zu interagieren, dann ist es schon mal was. Und dann polarisierst du. Und das ist eben das, wo dann die zu dir kommen, die dich toll finden. Und denk immer an die großen Stars mit Hunderttausenden, Millionen von Abonnenten. Die machen sich auch keine Gedanken, wenn die 1000 Daumen runter haben. Das ist ihnen völlig egal, weil die wissen, wie toll sie sind, weil sie zu sich stehen, weil sie wissen, was sie können, was sie für eine Bereicherung für die Welt sind. Und in dem Moment kann man nicht jedem gefallen. Und das macht auch gar keinen Sinn, ja? Denn damit wärst du so schwammig und jeder wäre irgendwie ähnlich und gleich. Und das sind wir nicht. Wir sind alle unterschiedlich und deswegen ist es in Ordnung. Du musst nicht jedem gefallen. Es wird dich nicht den Kopf kosten. Du wirst dadurch nicht sterben, sondern im Gegenteil, das, was du dafür auf der Habenseite hast, was das Positive ist, ist, du bekommst auch Bestätigung. Denn es wird auch Menschen geben, denen das gefällt. Und das ist toll und das ist Balsam für die Seele. Und das stärkt dich auch in deinem Tun, in deinem Sein. Und die anderen, ja, das sind die, die, wie gesagt, sowieso nicht deine Kunden gewesen wären, sollen die den Daumen runter machen? Das sind meistens die, ja, die selber irgendwelche Ängste haben, die in gewisser Weise dich bewerten, die dich entwerten, weil sie selber ein Problem haben, mit sich zu zeigen, sich sichtbar zu machen, rauszugehen. Und in dem Moment, ja, erklärt es viel mehr. Also nimm die Dinge auch nicht ganz so persönlich, sondern sieh es als das, was es ist, dass jemand anders dann getriggert wird, dass jemand anders da in Resonanz ist mit der Tatsache und das eben bewerten musst du, damit er sich für einen Moment besser, mächtiger, größer fühlt. Aber das hat mit dir nichts zu tun. Deswegen trau dich rauszugehen. Es passiert nichts Schlimmes, im Gegenteil. Ja. Es ist wunderbar, diese Hürde zu nehmen. Man fühlt sich auch toll, man kommt viel mehr ins Selbstbewusstsein, wenn man sich traut und was wagt und sich zeigt und merkt, okay, das funktioniert. Und wie gesagt, irgendwo habe ich sogar noch Fürsprecher dafür. Und das ist ganz fantastisch. Also geh auf jeden Fall raus. Und jetzt noch der Punkt, wie gehst du raus, wie machst du das am besten? Für mich persönlich ist eben das mit den Videos toll, weil man da eben sofort auch gesehen wird, weil da eben noch mehr transportiert wird. Da wird auch die Art, wie man ist, eben wie man spricht, wie man gestikuliert, wie man handelt, das wird alles gezeigt und man nimmt dadurch, wie gesagt, noch mehr eine Hürde. Die Menschen haben sofort das Gefühl, dass sie direkt mit dir sprechen. Und das ist super, das ist ganz fantastisch. Aber auch sonst alles, ja. Wenn du Profilbilder machst, wenn du eine Fanpage hast, dann, oder einen YouTube-Kanal, stell ein Bild von dir rein, denn es geht um dich. Du bist das Produkt oder du bist das Angebot, was auch immer du anbietest. Du bist das. Du machst den Unterschied aus. Das ist übrigens auch noch ein guter Vorteil. Du kannst sogar was Ähnliches anbieten wie andere, aber du machst den Unterschied. Du bist dein Alleinstellungsmerkmal. Und in dem Moment solltest du dich zeigen und zeigen, hier bin ich. So bin ich, schaut mich an. Ja? Und deswegen, egal was du tust und wenn es eine Visitenkarte ist, mach dein Bild drauf. Zeig dich, steh zu dem, was du tust.
hab diese Ausstrahlung und auch sonst. Also was auch gut ist, um sich sichtbar zu machen oder überhaupt zu zeigen, ich stehe zu mir und zu dem, was ich tue, erzähl es den Leuten. Ja? Wenn du irgendjemand auf der Straße begegnest, die fragen, was du machst, was du gerne machst, leg dir ein, zwei Sätze zurecht, dass du es ganz knackig formulieren kannst und steh dazu, was deine Leidenschaft ist, auch wenn es vielleicht noch nicht dein Hauptberuf ist. Geh raus, sag das, kommunizier das und du wirst merken, wie du das auch in die Realität ziehst, weil solange du das im Verborgenen hältst, wird es nicht richtig real. Du hast immer das Gefühl, das ist nur ein Traum, das ist gar nicht, es ist noch gar nicht da. Und in dem Moment, wo du es erzählst, fühlst du dich zum einen gut, man sieht, wie die Leute reagieren, aber das ist wieder ein bisschen ihrs. Du kannst nicht beeinflussen, was die Leute denken und was sie über dich denken. Und genau, also das ist auch eine Möglichkeit, sich sichtbar zu machen, den Menschen zu erzählen, was man tut. Gibt es sonst noch was mir jetzt spontan einfällt? Also mehr fällt mir gerade nicht ein, wie du dich sichtbar machen kannst. Ja, einfach auch überhaupt trauen, loszugehen und was zu tun. Wenn dir noch was einfällt, dann kommentier gerne, ja, und erzähl mir, was du davon hältst, wie du dich sichtbar machst, wie du dich damit fühlst. Und wenn du damit noch ein Thema hast, dass du sagst, ich komme noch nicht drüber, ich traue mich wirklich noch nicht oder ich weiß auch nicht wie, ja, ich weiß nicht, worauf ich achten muss, wenn ich ein Video aufnehme, dann, ja, kontaktier mich, schreib mir eine E-Mail oder komm in meine kostenlose Beratungssession, dann kann ich dir noch mehr erzählen, worauf du alles achten musst, wenn du mit deinem Traumbusiness durchstartest. Und falls du noch nicht in der Gruppe bist, ist das auch sehr empfehlenswert, denn da haben wir immer spannende Themen und einen tollen Austausch. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach dich sichtbar und bis zum nächsten Mal.